Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Super Mario Odyssey. Im letzten Part sind wir hier in der zweiten richtigen Welt angekommen. Wenn man Hutland mitzählt, die dritte, je nachdem. Und wir gehen jetzt mal weiter. Das heißt, wir müssen uns unser Taxikumpel wiederholen. Da musste man ihm nur einmal Geld geben. Ja, nur einmal. So, ich dachte jedes Mal, ja, dann ist okay. Dann sage ich dann natürlich nichts zu. Dann nehme ich das alles zurück. Und bei der Pyramide hier haben wir auch noch nicht so viel geguckt, aber ich glaube, gibt es wahrscheinlich auch noch gar nicht so viel. Na gut. Oh, sind die Autoreifen? Das ist ein Taxi. Und da steht auch noch ein Typ. Oh, da ist ein Mensch. Nein! Doch. Bist du blind? Der Multimond? Ja. Wie redet der denn? Ich spreche keine Menschen, Jan. Ich spreche ja gefühlt alles hier. Ah, ein Kunde wartet schon auf mich, aber so wie es aussieht, komme ich hier erstmal nicht mehr weg. Also viele Methoden hatten wir noch nicht. Ich habe die Madame Brudel gesprochen und ich habe Cappy gesprochen. Ich bin so durch den Wind. Drei meiner kleinen Schafe sind verschwunden. Ja, eins haben wir schon gesehen. Ah, bringen Sie mir zurück, bitte. Das kannst du nicht machen. Okay. Also kannst du schon, aber ich glaube, ein oder zwei sind sehr weit weg. Wir können ja trotzdem schon mal das eine bringen. Wenn du es kannst. Kannst du es nicht festhalten. Hier sind noch gleich zwei. Nehmen wir das andere auch gleich mit. Da ist das dritte. Die sind alle nicht weit weg. Dann gibt's die Mission wohl nochmal, scheinbar. Du kannst auch hinter denen herlaufen, die musst du nicht schmeißen. Ja, ich weiß, aber jetzt hier kann ich hinterherlaufen. Und das letzte noch. Rein da. Sehr schön. New Mond für was. So, du sollst bitte gleich bremsen, weil da möchte ich nicht rein, danke. Ja, wieder auf der Fall funktionieren wir nicht, oder? Hier können wir auf jeden Fall uns wieder umgucken. Da hinten kann man noch hingehen, da ist noch eine Tür. Scheinbar kommt man hier doch nicht hin. Es ist wohl Story gebunden. Kommst hier nur rüber, wenn du das aktivierst und das. Ja gut, dann gehen wir jetzt nochmal da hinten hin und dann geht's Story weiter. Klingt doch auch nach einem Plan. Ja. Merke dir, es gibt immer zwei Monde in so einer Passage. Na super. Hab mich schon gewundert, aber den zweiten Kugelwilli-Dings da habe ich nicht gesehen.
Ja, und weiter geht's. Geh erstmal in die kleine Lücke. Kommen Sie, kommen Sie. Da ist schon mal ein Mond. Frage ist, ist es der richtige Mond? Oder war das schon der Secret-Mond? Was sagen Sie mit Ihrer Expertise dazu? Hallo? 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 Aha, was passiert hier? Ja, wo warst du denn jetzt? Schnell auf Toilette. Konnte ja nicht mehr sagen. Voll. Ja, hätte ich auch nicht sterben müssen. Warum? Ja, das alles so für dich war, weil ich dann aus Panik geguckt habe, ob Internet und so alles noch geht. Ja, dann kann man kannst nicht pausieren nicht oder einfach was? Weggehen. Nein. Gibt keinen Pauseknopf für ihn. Nö. Ich habe einen Mond gefunden, aber oh Gott. Ich weiß nicht, ob das der Secret Mond war. Da, der da. Ja, das ist wohl sicherlich der Secret Mond. Am Ende des Levels ist immer der richtige. Nö. Du musst auch Gas geben, mein Freund. Warum machst du das nicht? Ja, kann ich ja auch nicht, wenn das Ding so langsam fährt. Ja, vorher? Bevor du bei den Rädern bist vielleicht? Wo ich beim Rädern bin, gibt's hier gar nicht. Doch, du kannst doch direkt da reinfliegen mit Vollgas. Also, wo ist das Problem? Überall, zack. Und der zweite. So ist das doch schön. Hier drin immer ist. Ja, war, habe ich vorhin auch schon noch eine gesehen. Nein, Geld. Aha. Noch ein paar Münzlein. Ich kann uns jetzt auch porten. Jetzt können wir uns porten. Ich war voll gekleckert, ich heule. Warum weinst du? Weil ich mich schon wieder voll gekleckert habe. Kommst du jetzt immer hin, ist die Frage. Was machst du da? Na, das Springen klappt doch nicht immer so gut, wie ich es will. Ah, ja. Das war der Sound, wenn man alle roten Münzen einsammelt, glaube ich. Da, es wird auf Konzentration hingesessen. Na, selbst die Outfits sind in Pixel. Das war's schon? Oder konnte man da hinten nochmal um die Ecke gehen? Was ist, wenn du da unten... Warte. Links unten. Nicht links. Rechts unten. Bring da mal runter, bitte.
Direkt hier neben der Röhre, kann man da vielleicht einfach lang? Man weiß es ja nie. Hm, was könnte nun dieser Kiste sein? Ich weiß es nicht. Was machst du? Aua. Geh doch bitte den normalen Weg. Na gut. Du willst doch Monde sammeln, oder? Schon. Warum gehst du dann abgezogen? Nö. Ja gut, kann man mit dem Kugel Willi holen, aber trotzdem. Kannst du auch mit dem Longjump oder mit Cappy, so ist ja nicht. Na, ich mach das mit dem Kugel Willi. Das ist mir sicherer. Ah, den Schalter unten kannst du aktivieren, wenn du runterspringst. Nochmal da runter. Alter, eine Abkürzung. Macht irgendwie wenig Sinn, vor allem wenn man ja sich teleportieren kann. Hast du das gesehen? Schon mal Am Anfang muss ich mich noch über so kleine Sprünge freuen. Je höher du kommst, desto wahrscheinlicher ist, dass du auch Monde kriegen kannst, die... Da, guck mal, da links. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo ein Kugelwilli ist, womit man reinkommt, oder ob man... Ich weiß nicht, was der Weg ist, den man dann nutzen soll. Hier sind auf jeden Fall ein paar Münzen. Da unten zum Beispiel. Warum machen wir das nicht? Da mit so einem Sprung auf die Stirn. Nein, auf keinen Fall. Okay. War ja nur eine Idee. Mondstücke im Sand. Ey, da ist er ja. Den meine ich noch. Den kenne ich auf jeden Fall auch. Gibt es hier sonst noch was? Der Rollenpulli. Nicht wirklich. Wo nennt man den? Na gut. Du musst springen. Wow, ich hab's toll versucht. Gemacht. Ich hab's versucht. Ja, kläglich gescheitert. Nicht machen! Warum nicht? Spring auf die andere Plattform, was machst du? Da wartet er Jahrhunderte. Gibt's hier Kettenreaktion? Oh nein, nicht wieder zurück. Oh Gott. Oh.
Abwärts. Ah, da sind wir doch. Ein Mondstück. Ja, er spawnt wahrscheinlich hier. Ah. Blub, blub, blub. Du kannst nicht durch Gift laufen. Sind die Plattformen jetzt trotzdem da? Die sind unsichtbar. Oh, sie sind da. Warte mal, kannst du das nicht mit ihm machen? Kann er nicht schwimmen? Ich glaube nicht, nein. Der steht da ja auch nicht in der Steuerung. Ich kann nur Luki Luki machen. Na dann. Ach, Kamera. Stehen geblieben. Hey, das sind Bowsers Fußspuren. Wo geht's? So interessant, dann jeden Gegner mit einer Mütze und einem Bart zu sehen. Passt doch. Also ich habe auf der Osterinsel noch nie eine Moai-Statue gesehen mit Bart. Dann wird's wohl Zeit. So, die nehmen wir auch noch mit. Hui. Noch mehr. Im ersten Blick zumindest nicht. Was ist das? Da bist du runtergekommen, nehme ich ja. Achso. Ja, das kann sein. Oh, wo gibt's noch was hier? Uno ist noch fehlen. Da ist er doch. Tada! Gott. Nee, bitte nicht. Tada! Oha. Jetzt können wir mal reinlooten. Hilfe. Ah, da ist der Peachy. Abfahrt. Oh, es ist in der Ballerkopfstadt. Wir haben Idol los. Das ist bestimmt, sind bestimmt auf den Ring der Einheit scharf. Sind sie schon wieder weg? Wo soll ich denn hingehen? Drei meiner, nein, nicht du. Drei meiner Schafe sind verschwunden. Jetzt sind sie wahrscheinlich weit weg. Möglich.
Okay, eins ist da unten. Eins ist hier. Oder ist das jetzt genau dasselbe und man kriegt den Mond nochmal? Kann das sein? Nö, ich glaube, der. Oh Gott, der hat was anderes gesagt. Ne, ich glaube, weiß ich nicht. Der hat gesagt, sie sind schon wieder weg, oder nicht? Na ja, dann. Du hast doch gerade vorgelesen. Schon wieder, sagt er nicht. Warum hast du es dann vorgelesen? Ja, weil die wieder weg sind. Wir waren ja schon da einmal. Also jetzt wird da auf jeden Fall kein neuer Mond sein. Es gibt Stellen im Spiel, wo neue Monde hinzugefügt werden. Hast du auch gesehen beim ersten, bei der im Kaskadenland. Sollte hier aber nicht der Fall sein. Das Brautpaar ist heute hinein. Ich glaube, dass es auf sich auf den, dass sie es auf den legendären Ring der Einheit abgesehen haben. Schauen wir mal, holen wir uns den auch. Im Inneren der Kopfstandpyramide. Nee, am Anfang gibt's nichts. L-Kugel-Willi. Oh, ich glaube, ich weiß, wo der Secret Mond ist und den wirst du im Leben nicht finden, wenn das die Passage ist. Das hier schon? Da, irgendwie dahinter da. Herunterfallen wollen. Ich werde dir die Stelle. Ich werde dann Alarm schlagen und dann Bescheid geben, wenn du vorbeiläufst. Aber es ist etwas, was echt. Warum geht der Weg da bis darüber? Das hat was damit zu tun? Nein. Wie gesagt, es kann auch sein, dass es falsch liegt, aber ich glaube, diese Pyramide besteht aus mehreren Greens. Ah, Schwerkraftzonen. Ja, kennst halt kein Galaxy, dann würdest du das wissen. Da kam das her. Okay, das Geld brauchen wir nicht. Du musst ja Prioritäten setzen. Ja. Kannst du gar nicht links? Ich weiß nicht, ob manchmal so unsichtbare Wände sind, wo man. Also nicht unsichtbare, sondern welche, die dann so. Oh, hier ist was. Okay, nee. Da kann man jetzt weiter nur. Ist der Mond nicht hübsch? Ja. Tja, wann werden wir unser erstes NES oder SNES-Spiel spielen? Gute Frage. Und nein! Championship-Dingsy zählt nicht dazu. Bam. Beep, 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 beep. Gibt's hier auch irgendeine Möglichkeit, die man alle auf einmal umhaut? Hallo, ich hab beep, beep, beep gemacht. Ach so, ja, warte. Ich dachte, das sollte der, wie heißt das, Willi sein.
Nee. Ja, ich lasse jetzt mal ein bisschen Rätsel raten. Müssen wir da rein auf eine der Seiten, wo die Dinger hingehen? Ja, aber logischerweise in welche? In die, wo es hingeleitet wird. Jawohl. Da kann man nicht drauf kommen eigentlich. Schwierig auf jeden Fall. Fast so schwierig wie mit dem Sand, wo man da versinken soll. Gut, da hat man so leicht was gesehen, aber... Ist ja kein Sinn mehr, da kommt doch sowas. Moneten. Oh, Alter, wir können uns jetzt fast schon anderthalb, wir können uns schon anderthalb Unterhosen kaufen. Schnell raus hier. Gut, hier wird wahrscheinlich nichts sein. Doch. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt schon da ist, deswegen. Eine der Statuen könnte... Das... Ich glaube, ein Schwanz leuchtet. Echt. Aber wie gesagt, manche Monde kommen erst nach Abschluss. Bei dem einen da hinten waren auf jeden Fall gerade Vögel. Das macht Statue. Vielleicht Sinn. Oh, jetzt leuchtet es doch, ja. Der Statue. Sehr gut beschrieben. 10 von 10, würdest du sagen. Ihr sucht den Ring der Einheit. Den hat der Chef sich ja schon in sich gekrallt. Ihr armen Schnüffler. Sie hat aber leider nicht zu seiner Hochzeit eingeladen. Wir müssen das Ding vielleicht kapern. Oder auf sie zurückschubsen. Du musst gucken, manche explodieren schneller als andere. Oder einfach so. Ja, du bist der schlechteste Kommentator der Welt. Oh, die fliegt als UFO rum. Oh, die lacht wie verrückt. Und Jan sagt nichts. Ja. Das ist ein blindes Spiel für dich, das kennst du nicht. Du sagst nichts. Klar, dass ich weniger sage, weil ich das schon kenne, aber... Aua. Du warst, zu sowas habe ich noch nie was gesagt. Ja, wäre mal schön damit anzufangen. Seit wann hackst du da so drauf rum? Nee, das ist keine Hacken, das ist konstruktive Kritik. Und der würde ich eine Einweisung empfehlen in die Klinik. Mal guck doch, wie sie sich freut. Nee, das ist kein Freund mehr, das ist eindeutig soziopathisch. Grip. Nummer 2.
Also vom Multimond jetzt. Tja, war es das für diese Welt? Wahrscheinlich ja nicht. Das Eis ist ja auch noch da. Muss auch sich jetzt mal verkrümeln. Das Loch in der Wüste. Tja, wo müssen wir nur hin? Aber das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Super Mario Odyssey. Hat diese miese Brute hat uns echt leicht gemacht. Nicht leicht gemacht. Wir greifen uns weiter in unsere Mone. Ah, die Kopfstabpyramide schwebt. Und das ist erhebliches Geld geworden. War hier Bosanberg. Der Kerl bringt immer nur alles durcheinander. Also die Verfassung leicht erlassen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.